In der letzten Folge, wir haben hier einen kleinen Deckpark erstellt, der gar kein Deckpark ist. Da fehlen eindeutig noch ein paar Assets und ja, vielleicht auch ein paar Zonenregeln. Das wird dann auf alle Fälle noch weiter ausgebaut, sobald so irgendwas in die Richtung verfügbar ist. Hier im Vordergrund jetzt unsere neue Universität und auch hier noch ein paar Service-Dienstleistungen wie ja, das Krematorium und das Umspannwerk, welches das Viertel hier mit Strom versorgt. Hier kommen wir jetzt auf den neuen Autobahnbrückenabschnitt, der auch schon rege genutzt wird. Und hier sind noch ein, zwei kleine Anpassungen vorzunehmen, die wir dann in der heutigen Folge entsprechend anschauen werden. Des Weiteren wird in der heutigen Folge noch ein größeres Mineral Erz bzw. auch ein Steinbruch eröffnet werden. Ja, wir schauen einfach mal, wohin wir kommen und wie weit wir kommen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, und somit wechseln wir schon in die Übersicht, wo wir entsprechend die verschiedenen Bodenressourcen sehen können. Und da werden wir uns jetzt gleich mal ein bisschen schlau machen, wo wir entsprechend noch Erze abbauen können. Und zwar wäre hier hinten natürlich ein idealer Punkt, das zu machen. Ich denke, das dürfte auch am besten funktionieren, wenn wir das hier machen. Das heißt, wir kaufen uns gleich mal noch ein paar Kacheln dazu. Da haben wir ja noch jede Menge zur Verfügung. Und ich würde einfach mal sagen, wir nehmen hier diese Bereiche mit rein und schauen einfach mal, ob wir hier das auch entsprechend unterkriegen. Sehr gut. Okay, hier haben wir zwei gute Vorkommen. Das heißt, einmal hier an der linken Flussseite und einmal an der rechten ein bisschen erhöht. Hier unten auch noch Landwirtschaft. Also da gibt es auf alle Fälle noch was auszubauen. So, produktionsmäßig sind wir jetzt aktuell nirgends mehr im Defizit. Das hat es am Ende des letzten Males noch ein bisschen anders ausgeschaut. Und da werden wir jetzt aber, oh, okay, das hat sich jetzt rasch geändert, kaum gestartet, ist das mal rumgesprungen. Okay, also Stein sind Defizit, da kriegen wir ohne weiteres was hin, auch was Größeres. Und ansonsten haben wir hier auf alle Fälle immer Getreide, das ist krass und das wird nicht besser. Und auch hier noch ein paar Erze. Gut, also dann würde ich mal sagen, wir beginnen als erstes mit der kleinen Korrektur hier hinten. Ist mir vorhin beim Schauen aufgefallen, was hier ging sozusagen. Und ich schaue mal, ob ich das einfach fixen kann oder ob ich hier ja, Schwierigkeiten kriege, das Ganze hinzubekommen. Und wir schauen einfach mal. Ja, eben, das habe ich mir gedacht. Das sieht richtig doof aus. Da muss ich nochmal ran. Das heißt, ich werde jetzt hier einmal diesen Teil abreißen. Dafür pausiere ich kurz und wir setzen den einfach gleich nochmal neu mit rein. So, okay. Dürfte hinhauen und plopp. Sehr gut. Das wäre gefixt. Sieht gut aus. Jetzt ist hier natürlich wieder die Ampel entstanden. Die kommt natürlich gleich wieder weg. Brauchen wir hier nicht. Und auch die Fußgängerübergänge sind nicht notwendig. Sehr gut. Perfekt. Da bin ich zufrieden mit. Es läuft schon mal. Und dann schauen wir gleich, wie sich das Ganze hier jetzt noch weiterentwickeln kann. Okay, also einen großen Steinbruch hätte ich sowieso gern noch irgendwo mit reingebracht. Wo genau ich den ansiedeln möchte, weiß ich jetzt nicht. Der braucht ja keine spezialisierten Bodenressourcen, somit ist es relativ irrelevant, wo ich den dann effektiv reinsetzen werde. Und dafür nehmen wir jetzt einfach mal hier eine Fläche, die sowieso schon einigermaßen flach ist. Und da würde ich den dann mit reinsetzen. Ich denke mal, hier oben wäre sicherlich nicht schlecht. Das sollte auch hinhauen. Wir probieren einfach mal. Ich versuche jetzt mal was Neues. Das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht.
Das heißt, einmal hier das Tool und machen einfach mal ein wenig Platz. So, und jetzt müssen wir da nach unten gehen, denn ich hätte mir gedacht, die Stromleitung, mal von der Stromleitung abgesehen, die werden wir noch umverlegen, dass ich hier effektiv jetzt ziemlich nach unten gehen werde und da wirklich eine riesige Steinmine, Steinbruchmine oder wie das genannt wird, in die Landschaft zaubere. Ich bin gespannt, ob ich das so hinkriege, wie ich das gerne hätte. Und das habe ich mir gedacht, da haben wir jetzt kurzzeitig Wasser gesehen. Könnte problematisch werden. Ich bin gespannt. So, auf alle Fälle gibt es da dann verschiedene Schichten, die immer höher werden. Und so kann ich dann auch recht einfach eine Straße runterziehen. Sollte eigentlich klappen. Und soweit wäre das schon mal in Ordnung. Jetzt schauen wir gleich mal, wie wir hier entsprechend Steinabbau reinkriegen. Okay, also von der Größe her ist das auf alle Fälle ausreichend. Da haben wir sogar noch einiges mehr Platz. Die Straßenanbindung ist hier vorn. Das heißt, das Ganze sollte dann schon passend mit drin sein. Das kann ich jetzt aber gleich nachbessern. Also setze ich das einmal hier rein und werde auch gleich die Zone entsprechend ziehen. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Also die Straße würde ich dann danach gleich mit reinholen. Wo wird die denn lang gehen? Oh, das wird interessant werden. Ich glaube, das machen wir anders. Moment, ich mache zuerst das Teil weg und ziehe zuerst die Straße, denn ansonsten sehe ich hier schwarz das Ganze schön rauszukriegen. Das heißt, hier unten einmal die Straße. Komplett flach und gerade, das passt soweit perfekt. So, und von hier aus muss ich mich jetzt nach oben arbeiten. Das heißt, einmal Geländetool, Größe mache ich mal ziemlich klein. Darf ruhig noch ein bisschen kleiner sein, so sollte hinhauen. Und jetzt versuchen wir das einfach mal so. Ich würde gern hier hinkommen und starte hier hinten. Das heißt, einfach mal hier so über den Hügel hoch. Das wäre somit schon die erste Rampe und die müsste so eigentlich auch ganz passend aussehen. Wir versuchen das einfach mal hier hochzuziehen. Okay, das dürfte hinhauen. Das ist auf alle Fälle richtig geschmeidig. Also für mich ausreichend und somit ist der erste Teil schon mal geschafft. Jetzt führt die Straße, ja, das ist jetzt die Frage, ob ich die hier im Kreis hochziehe und dann rausführe oder ob ich die jetzt hier einfach im Zickzack hochfahren lasse. Ich glaube, ich nehme da so einen kleinen Mix dazwischen, einfach um das auch ein bisschen realistischer aussehen zu lassen. Und die Straße passt schon mal, wird danach dann noch gleich angeschlossen. In der Zwischenzeit setzen wir jetzt aber trotzdem hier den Steinbruch mit rein und werden den entsprechend dann gleich. Ein wenig Platz fehlt hier noch. Machen wir gleich, um das gleich ordentlich reinzukriegen. Okay, und jetzt kann ich hier entspannt die ganze Straße entlang rasen. Das heißt, theoretisch gesehen gehört alles außerhalb von der Straße und in diesem Loch noch zum Gebiet dazu. Das werde ich jetzt mal kurz fertigstellen und dann schauen wir uns das Ganze im Detail an. Halleluja, das war jetzt eine Arbeit,
Aber das Ganze sieht schon mal richtig gut aus. Ich werde jetzt hier versuchen, die Kanten noch ein klein wenig abzurunden. Vielleicht nicht so krass, einfach nur, dass hier jetzt der erste Teil nicht allzu steil ist. Denn hier werden sicher die Maschinen hoch und runter fahren. Okay, dann haben wir den Teil somit schon mal vorbereitet. Da muss ich jetzt noch ein, zwei Kleinigkeiten machen. So, jetzt sieht das schon viel besser aus hier. Auch von der Schattenbildung her bin ich jetzt eher zufrieden. Hier vielleicht noch ein klein wenig anpassen, sofern das irgendwie möglich ist. Müsste es auf alle Fälle hinhauen. Okay, und jetzt würde ich mal sagen, wenn das denn hier noch funktionieren könnte. Ja, klappt. Okay. Okay, besser. Okay, jetzt haben wir den Steinbruch hier. Jetzt müssen wir den nur noch mit einer Straße entsprechend anbinden. Und da würde ich jetzt einfach mal den Feldweg weiterziehen wollen. Und wir schauen da, ob wir den entsprechend hinkriegen. Und an unser bestehendes Straßennetz mit anschließen können. So, von der Steigung her sollte der jetzt natürlich nicht zu krass nach unten gehen. Das sieht hier gut aus. Da gibt es auf alle Fälle keine Schwierigkeiten. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir hier entsprechend runterkommen. Aber auch hier wäre eine Möglichkeit. Nur würde ich gern die Gleise nicht unbedingt kreuzen. Somit schauen wir hier einfach mal, ob wir hier unten eine Möglichkeit finden. Aus hier. Und jetzt noch den letzten Teilabschnitt an der Ruine hier vorbei. Unten. Und da können wir jetzt effektiv an die Straße damit anschließen. Das heißt hier einmal zum Berg und dann gerade, sofern möglich, schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. So klappt das perfekt. Okay, das wäre angeschlossen. Das heißt, eigentlich sollten jetzt auch die Grundversorgungen gegeben sein. Jawohl, das hat funktioniert. Und man schaue gleich mal, wie sich das Ganze hier entwickelt. Ich bin gespannt, wenn die ersten Arbeiter ankommen bzw. eintreffen, wie sich das Ganze hier verhalten wird. Arbeiter sind auf alle Fälle schon mal da, 90 von 119. Maschinen habe ich jetzt noch keine gesehen. Aber die werden dann schon noch. Hoffe ich zumindest. So, dann schauen wir gleich mal. Mineralien, Mineralien, Mineralien. Sehr gut. Okay, also Stein haben wir jetzt hier. Wie viel wird denn hier eigentlich produziert? Schauen wir mal nach. Also da kommen schon Fahrzeuge runter. Und wir schauen mal eben in die Produktion mit rein. Also Stein haben wir aktuell noch ein Defizit. Das sollte sich aber eigentlich verbessern. Das war ein Müllwagen. Ja, wir lassen einfach das Ganze sich mal ein wenig hocharbeiten und werden da dann in Kürze nochmal schauen. Okay, dann haben wir das einmal geschafft. Und jetzt gibt es noch die zweite Sache. Und das wären eben die Mineralien. Und wenn wir jetzt hier mal reinschauen, hier oben haben wir ja effektiv mehr als genügend Fläche, die wir noch dazu verwenden können. Und da würde ich dann einfach mal anhaken und das Ganze mit vervollständigen. Das heißt, hier einmal ein wenig ebene Fläche schaffen, wo dann das Hauptgebäude entsteht sozusagen. Und das wird jetzt einfach mal schnell platziert. Thank you.
erste Kran scheint hier schon seine Arbeit aufgenommen zu haben. Ich bin gespannt, wie viel hier dann schlussendlich auch abgebaut werden kann. Ja, hier werde ich ein bisschen was nachbessern müssen, um das einigermaßen realistisch aussehen zu lassen. Okay, der Teil wäre schon mal geschafft. Dann haben wir hier jetzt auch eine Produktion. Und wir schauen gleich mal hier hinten nach. Ja, hier kommen keine Fahrzeuge an. Das habe ich mir fast gedacht, dass ich hier ein bisschen übertrieben habe und noch nachbessern muss. Das heißt, ich werde jetzt hier die Straße einfach noch das kleine Stück nach vorn ziehen. Sollte eigentlich ausreichen. Gut. Schauen wir mal, wie sich das jetzt hier verhält, ob jetzt vielleicht Fahrzeuge entstehen. Auf alle Fälle, die Stufe ist schon aufgestiegen, Stein wird produziert, also das alles in allem funktioniert schon mal sehr gut. Gut, die Produktion haben wir aktuell ja, kein Defizit mehr, im Gegenteil, bei den Mineralien, das hat schon mal sehr gut geklappt und hier beim Stein muss noch ein bisschen was geschehen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass die Mine hier noch gut was produzieren wird. Und wieder mal einen Hubschrauber hier. Polizeihubschrauber, okay. Ja, es ist auf alle Fälle schon was los hier. Fahrzeuge kommen nur runter und kaufen ein beim lokalen Unternehmen und werden das dann entsprechend in ihre Fabrik bringen. Stein ist auf alle Fälle schon mal am Start. Ja, das behalten wir weiterhin im Auge und werden das entsprechend bei Bedarf noch weiter ausbauen. Ja, die Straße hier hinten rein würde schon mal passen. Jetzt hier, was ich mit der Autobahn noch mache, weiß ich nicht. Für den Moment würde ich vielleicht mal sagen, wir setzen hier einfach mal so einen kleinen Endpunkt mit rein. Einfach, dass die Fahrzeuge zumindest die Möglichkeit haben, hier umzudrehen. Das dürfte jetzt keine Zauberei sein. Einmal nach vorn, nach da drüben, noch ein Stückchen weiter, dann hier wieder retour. Okay, dann ist auch das Symbol weg, das passt schon mal. Und dann wollte ich hier noch ein bisschen was machen. Da fehlt von mir aus gesehen noch vom Optischen her ein kleines bisschen was. Und da kriegen wir sicher was hin. Okay, soweit, so gut. Wir haben ein bisschen was nachgeholt. Einige Symbole sind verschwunden. Und zwar benötigt Stein produziert Mineralien. Also die haben effektiv hier immer noch sehr starkes Defizit. Benötigt Stein. Also bei Stein müssten wir schon ziemlich noch nachziehen, um die Produktivität noch zu erhöhen. Schade, dass hier keine Maschinen rausfahren. Hätte ich jetzt gefeiert. Könnte man auch umgedreht machen. Ich platziere zuerst die Bleche und danach entsprechend mache ich einfach die Höhenunterschiede. Mal schauen. Hier haben wir noch ein Stausymbol. Das sollte sich eigentlich einkriegen. Woran wird es denn liegen? Einfach ein Fahrzeug, das sich nicht bewegt hatte. Aus irgendeinem Grund. Soll es ja auch geben. Nicht genügend Kunden. Ja, da gibt es schon noch einiges zu tun. So, hier hinten, ja auch schon länger nicht mehr reingeschaut. Da staut sich ein bisschen zurück. Das liegt daran, dass hier eine Ampel mit dran ist an der Straße. Da
Kreuzungen. Jawohl. Ich kann natürlich weg, hier ist recht wenig los, die brauchen wir nicht. Und sollte das Ganze auch ein wenig vernünftiger laufen. Sehr gut. Und dementsprechend benötigen wir noch mehr Steinabbau. Also hier unten haben wir ja Metall. Okay, Stein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir hier noch irgendwie was reinbringen. Mal eben das Gelände checken. Ja, würde doch passen hier drin. Zieh mal eben eine Straße mit raus. Und werde das gleich mal versuchen mit anzupassen. Sehr gut, das wäre platziert. Gleich zwei Krane, die hier abbauen. Nicht schlecht. Es muss ja eine recht produktive Produktion werden hier. Ein Angestellter nur. Das wundert mich jetzt. Vom Verhältnis her zur vorhergehenden Platzierung ist das schon recht wenig. Ah, okay. Hab mir schon gedacht, da stimmt was nicht. Das geht jetzt auf alle Fälle nach oben. Arbeiter kommen auch rein. Dann könnte es schon sein, dass die Produktion noch um einiges gesteigert werden kann. So, das Ganze hat sich jetzt ein bisschen stabilisiert von der Zeit her, oder mit der Zeit, und damit läuft das Ganze. Auch hier, naja, Angestellte wären noch mehr besser, aber man kann nicht klagen, das läuft schon mal. So, was gibt es denn ansonsten noch so für Symbole, die wir zu beachten hätten? Ressourcenkosten. Ja, also die Steine müssen noch ein bisschen besser hier reinkommen. Das wird dann mit der Zeit schon werden. Was passiert denn hier so Schönes? Das sieht jetzt nicht ganz so normal aus. Sich gefangen zu haben. Viel Verkehr hier. Sehr viel Verkehr. Aber das scheint jetzt wirklich nur ein temporäres Problem zu sein. Vermutlich kann ich das lösen, indem ich hier jetzt einfach mal eben eine Ampelregelung mit reinbringe. Und hier vielleicht noch eine asymmetrische Straße. Zumindest den unteren Teil. Könnte schon mal Abhilfe schaffen. Gut aus. Noch nicht ganz optimal. Na gut, die kommen hier auch nicht auf den Fleck jetzt. Die fahren durch die Bushaltestelle rein und raus. Ungünstig. Hier brauchen wir vermutlich auch noch eine asymmetrische Straße. Hier wird es wahrscheinlich mehr Bedarf. Probieren wir. So, das läuft schon mal. Sieht es denn hier jetzt aus? Da brauchen wir auf der Seite noch eine asymmetrische Straße. Sollte das eigentlich klappen? Okay. So, man schaut mal, wie sich das.
was hier gibt. Den Teil könnte man auch noch machen. Oh, hat sich alles in Luft aufgelöst. Sehr schön. Ansonsten hier läuft es erstaunlich gut. Da unten gibt es noch heftige Verstopfungen, aber auch die scheinen sich mit der Zeit aufzulösen. Zeitlich sind wir jetzt 20 Uhr, also Warschau ist auf alle Fälle vorbei. Gibt somit keine Schwierigkeiten mehr. Das läuft. Ja, und hier üblicher Hotspot. Aus Pur bis weit in die Stadt hinein. Wäre hier noch irgendwo eine Möglichkeit, das zu optimieren oder zu beschleunigen? Wohl eher nicht. Ich glaube, da haben wir wirklich keine Möglichkeit, irgendwas zu verbessern. Höchstens halt wirklich noch ein, ja, so ein Hub entsprechend irgendwo anders noch mit reinzubringen. Das sehe ich allerdings eher ein bisschen problematisch, außer man sagt, ja, vielleicht hier drüben wäre schon möglich. Ansonsten wird das sehr, sehr schwierig. Wenn man bedenkt, die ganzen LKWs sind aktuell ja darauf angewiesen, über die Straße zu kommen. Und wenn die Schiene priorisieren, hier unten im Industriegebiet, ja, ist sowieso wie es ist. Das ist eigentlich der einzigste Knotenpunkt, wo die rauskommen können. Und somit verständlich, dass da einfach sehr, sehr viel anfällt. Ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass wir hier unten noch einen mit ranbringen. Das wäre eine Möglichkeit, dass wir den hier ranstellen und ja, das Ganze über das Gleis hier reinbringen. Wäre eine Möglichkeit, denn auch Autobahnanbindung wäre hier auf alle Fälle gegeben. Könnte man eigentlich ausprobieren. Schau mal, der ist ja ziemlich groß. Ziemlich groß, das Teil. Und hier ist es auf alle Fälle der. Okay, und jetzt brauche ich hier natürlich andere Seite an Gleise. Außer ich lasse den wirklich hier rausziehen. Wäre schon möglich, aber das wird eine sehr, sehr enge Kurve. Ich probiere es einfach mal. Ich glaube, was anderes bleibt mir sowieso nicht übrig. So, da fällt mir gerade ein, ich muss ja eine Linie ziehen. Okay, dann werden wir das gleich mal machen. Einmal von hier nach hier unten. Sollte dann fürs Erste eigentlich ausreichen. Nehmen wir die hier. Dann bin ich gespannt, wie sich das jetzt hier verhält. Züge sollten wir auf alle Fälle noch genügend in den Depots und zur Verfügung stehend haben. Werden wir dann sehen. Und in der Zwischenzeit lassen wir einfach etwas Zeit vergehen.
So, dann schauen wir mal, ob sich hier hinten irgendwas getan hat. Oder ob hier immer noch dieselbe Situation vorherrscht. Hier hat sich eigentlich grundsätzlich gar nichts geändert. Immer noch der Großteil der Fahrzeuge wollen hier rein. Also ist der hier so, wie der hier steht, schon mal nicht so effektiv. Ich versuche mal trotzdem noch eine zweite Linie mit reinzuziehen. Schön. Jetzt bin ich gespannt, ob das vielleicht schon die ersehnte Verbesserung bringen kann. Da haben wir ein Straßenfahrzeug, das immer wieder mal ein bisschen Stau verursacht. Gravierend, ein paar Unfälle sind passiert. Ansonsten sieht es recht normal aus und hier Notre Dame ist wieder mal verschwunden und nur aus einer gewissen Entfernung ersichtlich. Schade, schade. Okay, man schaut mal hier. So, jetzt haben wir natürlich schon einiges mehr an Güterverkehraufkommen auf der Schiene. Bin mal gespannt, wie sich das Ganze so entwickeln kann hier. Wäre natürlich auch möglich, die direkte Anbindung. Wir haben nach unten zum großen Industriegebiet über das Terminal hier zu verlagern. Sollte eigentlich hinhauen. Würde ich mir sozusagen eine Strecke hier lang sparen. Aber bin noch nicht so überzeugt davon, dass ich das so machen möchte. In der Zwischenzeit schauen wir mal hier nach. Das passt soweit. Ja, da rollt jetzt alles, wie es rollen soll. Sehr gut. Ganz zufrieden bin ich mit der Situation hier wirklich noch nicht. Auch wenn das Verkehrsaufkommen schon langsam anfängt zu steigen hier. Bauen wir mal die Strecken um. Das heißt, wenn ich jetzt auf die Fracht wechsle und die Güterzüge hier nochmal anschaue, haben wir hier die gelbe Linie, Industriestadt, die nehmen wir mal raus. Die gelbe Linie wird zu Industriezone Techpark. Die rote Linie wird Techpark Zentrum. Und dann haben wir noch die andere, die ist die Außenlinie. Ist am Zentrum. Okay, dann werden wir jetzt dann bald mal sehen, wie sich das Ganze hier verhält. Auf alle Fälle sollte es sich so schon mal anbieten, dass das Ganze hier flüssig läuft. Der dreht um, das passt soweit, lässt natürlich den Personenzug den Vortritt. Fährt jetzt hier ein. Und jetzt müsste gleich noch ein Güterzug nachkommen, das ich gesehen habe. Und so könnte es jetzt natürlich sein, dass das Verkehrsaufkommen hier größer wird, wenn die LKWs natürlich hier erster abfahren können, um in die Stadt zu fahren. Andererseits wäre es auch möglich, dass die trotzdem noch weiter ins Zentrum fahren müssen und somit mit den anderen Zügen weiter transportiert werden. Wird sich zeigen. Auch eine direkte Autobahnzufahrt hier wäre natürlich dann noch möglich, aber da würde ich mal vorerst
nichts in die Richtung unternehmen wollen. So, aber ich denke, mehr gibt es dann in der nächsten Folge. Jetzt noch ein kurzer Überblick über das in dieser Folge Geschaffte. Einmal hier hinten ein bisschen Mineralienabbau, der läuft sehr gut. Dann in der anderen Richtung, am anderen Ende der Karte, entsprechend die Steinmine. Wir haben des Weiteren auch noch eine Steinmine hier unten angesiedelt, die auch richtig gut am Abbauen ist. Und dementsprechend dann auch noch hier ein paar kleinere Verschönerungsarbeiten und den neuen Frakt ab, den wir hier angesteuert haben, mit dem ich jetzt persönlich noch nicht ganz so zufrieden bin und glücklich bin, aber da werden wir noch was machen. Ja, damit wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.